ich denke, der Moment ist gekommen, um jetzt dieses wunderschöne Schild zu enthüllen. Die Raphael-Hügel-Vortribüne. Seit Ende Oktober ist sie Realität und etwas ganz Besonderes. Zur offiziellen Einweihung vor dem Spiel gegen Elversberg kamen etliche Interessierte. Es war ein emotionaler Abend. Raphael Hügel war ein großer Wormatia-Fan, mit Leidenschaft und Engagement. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde, für seine Freunde und für seinen Verein. Moritz Mahler erinnert sich gerne an seinen alten Weggefährten. Ja, weil Raphael Hügel ein guter Freund von mir war und auch generell für die Wormser Fanszene eine sehr wichtige Person, weil er im Endeffekt ja so für die Initialzündung gesorgt hat, dass hier überhaupt eine aktive Fanszene entsteht. Und deshalb war uns das als Fans wichtig. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es im Verein sehr, sehr wichtig war, um ein Zeichen zu setzen, dass man mit den Fans irgendwo auch noch ein bisschen verbunden ist. Und man, glaube ich, allgemein hier in diesem Verein merkt und auch zu schätzen weiß, was Menschen für diesen Verein leisten, vor allem wenn es ehrenamtlich ist. Und beim Raphael Hügel war gerade das Thema, dass er eben Kassenprüfer war, dass er Fanbeauftragter war und wie gesagt eben auch noch so viel für die Fanszene im Allgemeinen gemacht hat. Und dementsprechend war mir persönlich das ein Anliegen, aber ich denke, dass das auch allen Leuten in diesem Verein ein ganz großes Anliegen ist. Die Idee, die Vortribüne umzubenennen, kam von den Fans. Sie wollen und sie werden ihren Raffi nicht vergessen. Beim Verein haben sie damit offene Türen eingerannt. Mit etwas Vorlauf und auch durch die enge Kooperation mit EWR war es möglich, diesen Wunsch umzusetzen. Ich habe den Raphael Hügel ja gekannt, viele Jahre. Den kenne ich schon, seit der Junge 15 war. Wir haben den Weg verfolgt, wir haben auch leider die Krankheit verfolgt und auch den Tod damals 2014. Also in der Tat wirklich eine äußerst emotionale Sache für uns. Ihrem Raffi zu helfen, aber auch allen anderen, die an Leukämie erkrankt sind, das ist den Fans wichtig. Bereits 2013, nachdem Raphael die Diagnose bekommen hatte, ließen sie nichts unversucht. Ein Aktionstag mit der DKMS rief zur Typisierung auf, eine bewundernswerte Aktion. Also wenn sich die Fans selber engagieren, ist das immer so, dann kommt das von unten heraus, ist die Fanbase und aus der Breite. Wenn ein Verein das macht, dann ist das auch gut für uns, aber dann wirkt es vielleicht aufgesetzt. So ist es, der Verein und die Fans, die es gemeinsam tragen und auch in den nächsten Jahren weitermachen wollen. Und wir sind da gerne bereit, den Weg gemeinsam zu beschreiten, dass wir auch gerne jedes Mal hier hinkommen, wenn eine größere Aktion da ist. Eindrucksvoll auch das, was die Wormatia-Fans nach Raphaels Tod auf die Beine gestellt hatten. Sie gedachten ihrem letzten Mohikaner, natürlich auch an einem Spieltag. Mannschaft, Trainerteam und Fans waren sehr ergriffen. Auf dem Platz zeigte die Wormatia an diesem Septemberabend 2013 eine überragende Leistung. Die Homburger wurden mit 5:1 nach Hause geschickt. Nicht weniger berührt waren Fans und Mannschaft beim Spiel gegen Elversberg. Mit einem überraschenden Sieg mussten abermals Gäste aus dem Saarland die Heimreise antreten. Ein wahrlich besonderer Abend. Der Rafa war ein Teil der Mannschaft, ein Teil auch von meiner Zeit. Wir sind zusammen auch auf die Schule gegangen. Und ich finde es einfach schön, dass man so an ihn denkt, ja, dass man so auch aufmerksam macht auf Dinge, die viel wichtiger sind wie Fußball. Und ich habe es selbst in der Familie dieses Jahr erlebt, ja, wenn du durch Krebs jemanden verlierst, wie schwer es ist auch für die Familie, für die Zurückgebliebenen. Und deswegen ist es wirklich schön, dass der Verein da die Hand bei so einem Spiel erhoben hat und darauf aufmerksam gemacht, dass wir spenden sollten, dass wir helfen sollten, wo es geht und dass es Dinge gibt, die wichtiger sind wie Fußball. Ich habe unter der Woche schon einmal gesagt, in einem Interview habe ich gesagt, wo ich davon gehört habe, da war ich aus dem Häuschen. Ja, auch vorhin, wo dann das Plakat oder das Schild quasi für die Vortribüne runtergenommen wurde und präsentiert worden ist, hatte ich Gänsehaut, weil ich es einfach nur sensationell finde, dass man sowas auf die Beine stellt, in Kooperation mit dem Verein und mit den Fans, und da ziehe ich meinen Hut davor. Ihren Raffi werden die Wormatia-Fans nie vergessen. Und dass er jetzt den Namen der Vortribüne schmückt, ein wunderbares Zeichen. Alla Wormatia.